Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin Hans Hans, ein dankbar Genesensüchtiger. Ich lese heute aus der Tagesmeditation nur für heute, 26. März. Einer Sponsorin oder einem Sponsor vertrauen, ist es das Risiko wert? Eine Person, der wir vertrauen können, um mit ihr unsere Lebenserfahrung zu teilen, Fallblatt Nummer 11. Sponsorschaft. Die Idee der Sponsorschaft mag neu für uns sein. Wir haben viele Jahre orientierungslos verbracht, haben uns nur auf unsere Eigeninteressen verlassen, haben alle verdächtigt und niemandem vertraut. Jetzt, da wir lernen, in Genesung zu leben, erkennen wir, dass wir Hilfe brauchen. Wir können es nicht mehr alleine schaffen. Wir müssen das Risiko eingehen, einem anderen Menschen zu vertrauen. Oft ist die erste Person, mit der wir dieses Risiko eingehen, unsere Sponsorin oder unser Sponsor. Eine Person, die wir respektieren, mit der wir uns identifizieren. Eine Person, der wir vertrauen können. Wenn wir uns unseren Sponsorin und unseren Sponsor öffnen, entwickelt sich eine Verbindung zwischen uns. Wir offenbaren unsere Geheimnisse und entwickeln Vertrauen in die Verschwiegenheit unseres Sponsors und unserer Sponsorin. Wir teilen unsere Sorgen und lernen den Wert der Erfahrung unsere Sponsorin oder unsere Sponsors zu schätzen. Wir teilen unseren Schmerz und uns wird mit Einfühlungsvermögen begegnet. Wir lernen einander kennen und lernen einander zu respektieren und zu lieben. Je mehr wir unserem Sponsor oder unserer Sponsorin vertrauen, desto mehr lernen wir, uns selbst zu vertrauen. Vertrauen hilft uns von einem Leben voller Angst, Verwirrung, Misstrauen und Richtungslosigkeit wegzukommen. Am Ende scheint es riskant zu sein, einem anderen Süchtigen zu vertrauen. Dieses Vertrauen ist aber das gleiche Prinzip, das wir in unserer Beziehung mit unserer höheren Macht anwenden. Riskant oder nicht, unsere Erfahrung zeigt, dass es ohne Vertrauen nicht geht. Je mehr wir das Risiko unserer Sponsorin oder unserem Sponsor zu vertrauen auf uns nehmen, desto aufgeschlossener werden wir in unserem Leben sein. Nur für heute, ich will wachsen und mich verändern. Ich werde das Risiko eingehen, meiner Sponsorin und meinem Sponsor zu vertrauen und festzustellen, wie sehr es sich lohnt, miteinander zu teilen. Ja, ich danke euch fürs Vorlesen und dann bitte ich euch alle, die die Meditation hören, ein Gebet von Moritz einzulegen. Der ist auch auf unserer Seite, der ist rückfällig, der geht morgen in die Entgiftung. Ich habe vorher mit ihm geskypt, ja, damit alle Kraft und Energie zu ihm gesendet wird, dass er wieder auf den Weg kommt. Ich danke euch fürs Vorlesen. Das ist echt eine fucking Krankheit. Bis dann. Tschüss. Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam Dharma Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. Paritranaya Sadhunam Paritranaya Sadhunam Vinashaya cha duskritam Vinashaya cha duskritam Dharma samstapanartaya Dharma samstapanartaya Sambhavami yuge yuge Sambhavami yuge yuge.